Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von lenkdrachenfliegen.de. Und heute habe ich eine echte Rarität mitgebracht. Und zwar habe ich bei eBay eine Matte gefunden. Da konnte man auf dem ersten Blick schon sehen, dass sie ziemlich alt ist aufgrund der, ja, allein schon die Farbgebung. Und als ich mir die Beschreibung durchgelesen hatte, musste ich die unbedingt haben. Ich habe sie dann halt ziemlich günstig erstanden. Und es ist eine Haku Funfoil. Anfang der 90er produziert, wie ich rausgefunden habe, ist eine Lenkmatte, die es heute so nicht mehr gibt. Und zwar kann man sie als Zweiliner, als Vierliner und auch als Einliner fliegen lassen. Und das gibt es heute gar nicht mehr, von keinem einzigen Hersteller. Ich habe dann versucht, ein bisschen rauszufinden über die Matte, auch bei Haku nachgefragt. Die sagten zwar, dass sie die Anfang der 90er produziert hatten, aber leider keine Unterlagen mehr dazu haben, vor allem keine digitalisierten, die man mir eventuell zur Verfügung hätte stellen können. Ja, jetzt muss ich halt mal irgendwie zusehen, dass ich mit dem Ding klarkomme. Es ist eine rudimentäre Anleitung dabei. Ja, also da steht halt, wer sie entworfen hat. Ganz grob kann man sehen, wie man die Leinen anhängen muss für den Vierliner-Betrieb, für den Einliner und auch für den Zweiliner-Betrieb. Es sind eine ganze Menge Schnüre dabei, Flugschnüre leider nicht. Also einmal die ganzen Schnüre, die an der Matte befestigt sind. Die ist oben und unten. Oben hat sie eine ganz einfache Waage mit nur einer Reihe. Und dann sind halt die hier noch dabei, wo ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wofür die sind bzw. wie die befestigt werden. Für einen Vierliner kann es eigentlich nicht sein. Als Einliner weiß ich nicht, wo ich sie festmachen soll, weil die anderen Schnüre sind ja auch dran und die kann man ja jetzt nicht einfach mal abmachen. Die sind geknotet. Wenn man die jetzt einknüpfen würde, was theoretisch Sinn machen würde, oben und unten halt und dann zusammenlaufen zu einem, könnte funktionieren, aber wie gesagt, da sind die ganzen anderen Schnüre an der Matte irgendwie über und würden da einfach nur so rumhängen. Und mit dabei sind auch noch die Original-Handles, ziemlich kurze, die man eben so wie jetzt im Vierliner-Betrieb nutzen kann und wahrscheinlich, wenn man sie hier eintüttelt, so ungefähr, schätze ich mal, ist es dann für den Zweiliner-Betrieb gedacht. Alles Vermutungen von mir. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Vielleicht hat ja irgendjemand die Matte oder hatte diese Matte früher mal gehabt. Vielleicht kann er mir Infos geben, wie ich die Schnüre befestigen muss, wofür die verschiedenen Schnüre sind. Und wäre ganz, ganz schön, wenn ich da irgendwelche Infos zu bekommen würde. Die Matte hat nur eine Spannweite von 1 Meter. Ich habe sie gerade mal kurz in der Luft gehabt. Sie braucht also schon ein bisschen mehr Wind, das habe ich gemerkt. Aber immerhin habe ich es geschafft, sie als Einliner und Zweiliner fliegen zu lassen. Vierliner, ja, wie gesagt, muss ich schauen, wie das Ganze funktioniert. Und da tüttel ich mal rum, aber im Wohnzimmer, der ist mir draußen, ist echt zu kalt im Moment. Wir haben 3 Grad, muss nicht sein, mache ich ihn warm. Und dann gibt es natürlich, wenn ich das irgendwann mal rausgefunden haben sollte, gibt es natürlich auch noch ein Video dazu, wie sie als Vierliner zu fliegen ist. Ja, also ich würde sagen, ich zeige euch die Matte jetzt mal in der Luft und viel Spaß beim Anschauen. Wie gesagt, habt ihr Infos zu der Matte, wisst ihr genau, wie das funktioniert, meldet euch bitte bei mir, entweder per Mail oder Kommentar oder WhatsApp, wer die Nummer haben sollte. Ich wäre froh um jede Info zu dieser Matte. Wie gesagt, viel Spaß beim Anschauen der Flugvideos. Bis dann. Tschö. So habe ich sie jetzt aufgebaut zum Zweiliner. Ob das so richtig ist, ich habe echt
Wie gesagt, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Fliegen tut sie auf jeden Fall. So, wir haben leider nur 10 km/h Wind. Oder auch drunter. Zwar Linerbetrieb, 20 Dekanewton in 25 Meter Länge. Jetzt gerade zeigt der Windmesser zwischen 6 und 10 km/h an. Es ist schon erstaunlich, dass die kleine Matte trotzdem fliegt. Aber ist schon cool, wenn man überlegt, dass die Matte jetzt 30 Jahre alt ist, circa. Wahrscheinlich ewig lange irgendwo in einem Keller oder Abstellraum gelegen hat.
Für den Einlinerbetrieb habe ich jetzt einfach nur die beiden Tampen vom Zweilinerbetrieb zusammengemacht an die Einlinerschnur. Braucht sie auf jeden Fall mehr Wind, als wenn man die als Zweiliner fliegt. Das habe ich gerade auch schon bemerkt. Okay, da reicht jetzt gerade der Wind nicht aus. Muss ich gleich nochmal probieren.